Im SQL-Tutorial von w3schools.com haben wir es bereits ein paar Funktionen kennengelernt, zum Beispiel Min und Max oder Count. Aber es gibt in SQL weit mehr Funktionen. Diese findet man hier unten bei SQL-Referenz. Und hier können wir zum Beispiel für MySQL genau die Funktionen anschauen. Und in diesem Tutorial soll es um die String-Funktionen geben. Das heißt Funktionen, die auf Zeichenketten angewendet werden. Insgesamt gibt es hier 33 Funktionen für Strings. Die gute Nachricht ist aber, dass viele davon eigentlich die gleiche Aufgabe erledigen und sie grundsätzlich auch leicht verständlich sind. Trotzdem macht es wirklich Sinn, schon mal von diesen gehört zu haben. Ich werde deswegen versuchen, diese kurz und knackig mit den Beispielen zu erklären. Und in ein paar Funktionen steckt mehr, als man auf den ersten Blick sehen kann. Darauf werde ich auch genauer eingehen. Kommen wir aber zu Beginn mal zum Aufbau einer Funktion selbst. In SQL wird zuerst der Funktionsname geschrieben und dann innerhalb der Klammern werden die Parameter angegeben. In vielen Fällen ist das wirklich nur ein Parameter, das heißt die Funktion greift auf diesen String zu. Es können aber auch mehrere drinnen stehen, je nachdem was verändert werden soll. Im Tutorial selbst sehen wir oft, dass dieser String, der bearbeitet wird, unter Hochzeichen steht. Das heißt, hier wird wirklich dieser String herinnen gemeint und die Funktion greift auf dieses Wort. Man kann das Ganze aber auch auf komplette Tabellen anwenden. Das heißt, wenn ich hier keine Hochzeichen verwende, sondern als Parameter dafür den Namen einer Spalte von einer Tabelle, dann wird die Funktion auf jeden einzelnen Datensatz angewendet aus dieser Spalte. In diesem Fall würde zum Beispiel jeder einzelne Name von der Tabelle Users durch die Funktion bearbeitet werden. Weiters muss eine Funktion nicht allein stehen, sondern kann auch zum Beispiel eingebettet werden. Aber dazu werden wir im Laufe des Tutorials auch ein Beispiel sehen. ASCII. Um den American Standard Code for Information zu bekommen, gibt man einfach als Parameter einen Character mit, also ein Zeichen. Befindet sich hier ein ganzes Wort, wird einfach der erste Buchstabe verwendet. Zur Erinnerung, die ASCII-Tabelle, hier hat zum Beispiel das große A einen Wert von 65. Sehen wir uns das Ganze in SQL an. Wir haben Select ASCII und als String A und bekommen das Ergebnis, diese 65 heraus. Schreiben wir hier zum Beispiel App, also ein ganzes Wort, wird trotzdem nur der erste Buchstabe genommen. B wäre eins mehr, das heißt 66, und wir bekommen das Ergebnis heraus. Sehen wir uns das Ganze noch bei einer Tabelle an, zum Beispiel Select Customers, Customer Name from Customers. Dann sehen wir hier alle unsere Kundennamen, geben wir als weiteren Parameter ASCII von eben dieser Spalte an, das heißt ohne Hochzeichen. Customer Name, führen das Ganze aus, erhalten wir eine zweite Spalte und hier sehen wir 65 eben für das A. Char Length. Möchte man wissen, aus wie vielen Zeichen ein String besteht, verwendet man char-length und gibt das Parameter den String mit. Man bekommt die Anzahl an Characters, nicht in Bit. Sehen wir uns dazu ein Beispiel an. Wir haben zum Beispiel char-length von SQL Tutorial und mit Leerzeichen hat das Ganze 12 Zeichen. Wenn wir uns zum Beispiel nur SQL ansehen, das sind 3 Zeichen und wir bekommen auch 3 zurück. Character Length. Diese Funktion macht genau dasselbe wie char-length. Das heißt, unser letztes Beispiel für SQL könnten wir einfach character length schreiben, ausführen und wir bekommen auch 3 heraus. Concat. Man gibt als Parameter einzelne Ausdrücke mit, also mindestens 2 und diese werden durch concat dann zu einer zusammengefügt. Im Beispiel zum Beispiel haben wir hier concat SQL Tutorial is fun, sind 4 verschiedene Werte. Wenn wir das ausführen, werden sie zusammengefügt in einer Spalte angezeigt. Probieren wir das Ganze bei unserer Customers Tabelle aus. Das heißt, wir sagen select Stern from Customers, führen das aus und sehen, hier gibt es eine Adresse, City und Postleitzahl-Code.
Und wir können jetzt zum Beispiel den Postcode und die City in einer Spalte gemeinsam anzeigen. Dazu verwenden wir Concat und geben nicht das String, sondern einfach den Tabellennamen, zum Beispiel City an, Beistrich, ein leerer String als Leerzeichen und danach den Postalcode. Wenn wir das Ganze ausführen, sehen wir haben hier unsere zwei Werte in einer Spalte. Dazu könnte man die Spalte noch mit S umbenennen in Place. Wir haben den Platz gemeinsam. Und zum Verständnis, wir könnten hier zum Beispiel auch City eingeben. Dann haben wir zweimal die Stadt drinnen. Und innerhalb dieser Funktion könnten wir eine weitere Funktion anwenden, wie zum Beispiel char-length. Auch in Klammern. Dann würden wir die City und die Anzahl der Zeichen sehen. Concat VS. Das VS steht für With Separator. Das heißt, am Anfang, also es funktioniert genauso mit verschiedenen Ausdrücken, nur dass der erste Wert der Separator ist, das heißt, der zwischen diese ganzen Ausdrücken gesetzt werden soll. Sehen wir uns dazu das Beispiel an. Wir haben hier als ersten Wert den Bindestrich als Separator für Concat VS. Wenn wir das Ganze ausführen, sehen wir, es wurde der Bindestrich zwischen den einzelnen Wörtern gesetzt. Wir könnten hier zum Beispiel auch ein Leerzeichen einfügen. Dann würden die einzelnen Strings mit Leerzeichen getrennt. Oder auch einen Längenseparator, wie mehrere Striche. Dann würden diese dazwischen sein. Field. Als Parameter hat man eine beliebige Anzahl an verschiedenen Werten. Und der erste Parameter soll angeben, an welcher Position dieser Wert ist. Sehen wir uns das Ganze an. Wir haben hier S, Q und L. Und im ersten Parameter wollen wir wissen, wo sich das Q befindet. Wenn wir das Ganze ausführen, sehen wir, es ist die zweite Stelle. Das heißt, S ist 1, Q ist die 2. Würden wir einen Buchstaben verwenden, der nicht vorhanden ist, zum Beispiel das Z, würden wir 0 herausbekommen. Verwenden wir ein großes Q, bekommen wir ebenfalls 2 heraus, das heißt, Field ist nicht case-sensitiv und wenn ein Wert öfters vorkommt, zum Beispiel setzen wir hier am Anfang noch ein Q hin, dann wird der erste Wert genommen. Das Ganze funktioniert auch für Integer, wenn wir zum Beispiel wissen wollen, wo die 1 ist und wir hier 0, 1, 2, 3 haben, führen das Ganze aus, bekommen wir die 2 heraus, das heißt die 0 ist 1 und hier befindet sich an Position 2 die 2, die 1. Find in Set. Die Funktion ist ähnlich wie Files, nur dass hier eben nicht einzelne Werte aufgelistet werden, sondern ein String, in dem jeder Wert mit einem Beistrich getrennt ist. Der erste Parameter gibt wieder an, welche Position wir suchen. Dazu haben wir ein ganz ähnliches Beispiel mit Find in Set, nur dass hier die einzelnen Werte innerhalb eines Strings stehen, mit Beistrich getrennt. Wenn wir wieder das Q suchen, bekommen wir 2 als Ergebnis, weil Q der zweite Wert ist. Auch hier gilt, dass es nicht case-sensitive ist, also wir können auch ein großes Q suchen. Haben wir einen leeren String, bekommen wir 0 heraus, beziehungsweise wenn ein Wert doch nicht gefunden wird. Und falls wir hier nichts haben, also null, bekommen wir nichts heraus. Format. Mit dieser Funktion gibt man die Anzahl der Dezimalstellen nach dem Komma an. Das erste Parameter ist eine Nummer, der zweite Parameter die Anzahl der Nachkommastellen. Wichtig ist hier das englische Format. Das heißt, wir haben als Beistrich, das ist hier der Tausender Trennstrich, Beistrich, und der Punkt wäre eben das Komma. Nehmen wir uns das Beispiel dazu an. Wir haben eine Zahl, Komma 5634. Wir möchten auf 2 Zeichen formatieren, das heißt die letzten beiden. Führen das Ganze aus und sehen, wir bekommen die Zahl hier mit Tausender Trennkomma
und Komma nur 56. Das Ganze kann auch runden. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel eine 9 stehen habe und das Ganze ausführe, dann bekomme ich am Ende 57 heraus. Und hier kann man eben beliebige Nachkommastellen eingeben. Möchten wir zum Beispiel 3 haben, führen das Ganze aus, bekommen wir hier 3 heraus. Insert. Hier handelt es sich wirklich um die Funktion Insert, bei der es um String geht, nicht zu verwechseln mit dem SQL-Statement Insert Into, was Daten in eine Datenbank einfügt. Bei der Funktion geht es darum, dass man einen String, was hier der vierte Parameter ist, in einen anderen String einfügt, also Zeichen darin ersetzt. Der zweite Parameter gibt an, ab welcher Position das Ganze beginnt und die Nummer, wie viel das ersetzt werden soll. Sehen wir uns das Ganze an. Wir haben hier zum Beispiel w3schools.com und möchten hier Example von Position 1 bis Position 9 haben. Das heißt, im Gegensatz zu vielen Programmiersprachen beginnt das hier nicht bei 0, sondern bei 1 und geht dann 8 Zeichen weiter. Wenn wir das Ganze ausführen, sehen wir, bekommen example.com. Möchten wir nur w3 durch Example ersetzen, beginnen wir wieder bei 1 und auf 2 Zeichen Länge. Das heißt, wir haben 1 und 2, führen das Ganze aus und bekommen example.schools.com. Möchten wir w3 lassen und nur schools ersetzen, müssen wir bei Stelle 3 beginnen. Und das Ganze ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zeichen lang. Wir sagen hier 7. Führen das Ganze aus und bekommen w3example.com. Geben wir hier einen viel längeren Wert ein, zum Beispiel 20, führen das Ganze aus, bekommen nur w3example heraus und alles nach w3 wird ersetzt. InString. Mit dieser Funktion schauen wir, an welcher Position sich String 2 in String 1 befindet. Das heißt, wenn wir ein Beispiel ausführen, wir haben in String dann unseren String und wir möchten wissen, wo sich 3 hierinnen befindet. Führen das Ganze aus und bekommen hier 2 als Antwort. Das heißt, es beginnt wieder bei 1 und danach haben wir hier die 2. Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, wo sich das O befindet, bekommen wir 6 heraus. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das erste Vorkommen wird gezählt. Statt einfachen Characters kann auch ein ganzes Wort drinnen stehen. Zum Beispiel, wenn wir wissen wollen, wo soll com vorkommen, sehen wir, dass es ab Position 11 ist. Das wäre hier. Und das Ganze ist auch case-insensitiv. Das heißt, wenn wir das Ganze groß schreiben würden, würden wir ebenfalls 11 herausbekommen. Lcase. Der Name steht für Lowercase und als Parameter gibt man einfach einen Text oder String mit und alle Zeichen werden in Kleinbuchstaben angezeigt. Wie in diesem Beispiel, wir haben hier SQL in Großbuchstaben, T und auch hier dieses Fun. Wenn wir mit Lcase das Ganze ausführen, sehen wir, dass wir nur Kleinbuchstaben bekommen. Left. Möchte man nur die ersten paar Zeichen eines Strings haben, verwendet man left, das heißt, man beginnt beim Wort links, unser Wort ist das erste Parameter und danach gibt man an, wie viele Zeichen das von diesem String verwendet werden sollen. Im Beispiel zum Beispiel haben wir wieder SQL Tutorial und wir sagen left und es soll 3 Zeichen hereinrücken. Somit bekommen wir als erste 3 Zeichen SQL heraus. Wir können hier zum Beispiel auch 5 Zeichen angeben, dann würden wir SQL Leerzeichen T bekommen. Length. Die Funktion Length zählt auch die Zeichen innerhalb eines Strings, aber im Gegensatz zu Char-Length und Character-Length, was wirklich die Zeichen zählt, wird bei dieser Funktion das Ganze in Bytes gezählt. In diesem Beispiel haben wir zum Beispiel Char-Length, was wir bereits kennen von SQL Tutorial. Wenn wir das Ganze ausführen, sehen wir, das Wort hat 12 Zeichen. Würden wir die Funktion nur mit Length ausführen, bemerken wir so auch keinen Unterschied. Der Grund dafür ist, dass dieser String sowieso mit 1 Bit kodiert ist. Verwenden wir eine andere Kodierung, zum Beispiel
das Universal Coded Character Set. Hier ist jedes Zeichen genau 2 Bit lang. Das heißt, wir können diesen String umwandeln mit Convert. Geben unseren String an und sagen danach Using UTS-2. Wenn wir jetzt das Ganze ausführen, bekommen wir 24, also den doppelten Wert. Es wird für jedes Zeichen 2 Bit gezählt. Locate. Mit dieser Funktion können wir herausfinden, wo sich ein Substring in einem String befindet. Es wird dabei die Position ab dem ersten Vorkommen angezeigt. Als dritten Parameter können wir hier noch einen Startwert angeben. Sehen wir uns ein Beispiel dazu an. Wir möchten zum Beispiel wissen, wo com vorkommt. Führen das Ganze aus und com in W3 School beginnt ab den 11. Zeichen. Wie immer beginnt es hier nicht bei 0, sondern bei 1. Wir können auch hier nichts eingeben. Dann wird automatisch das erste genommen. Wir könnten hier zum Beispiel nach einem kleinen S suchen. Würden wir trotzdem 3 für das große S bekommen. Das heißt, es ist case sensitive und es kommt das erste Vorkommen vor. Wenn wir aber sagen, der Startwert soll nicht 1 sein, sondern erst bei 4 beginnen, das heißt ab dieser Position, dann würden wir das zweite S an Position 9 herausbekommen. Lower. Die Funktion macht genau dasselbe wie LCase. Das heißt, in einen Text werden alle Großbuchstaben in Kleinbuchstaben umgewandelt. LPAT. PAT steht dafür, dass ein String aufgefüllt werden soll und das L, dass das Ganze von links, also vom Beginn des Strings passieren soll. Geben wir als erstes unseren String mit, danach die Länge, wie lang der String am Ende sein soll und als dritten Parameter, mit was das Ganze aufgefüllt werden soll. Sehen wir uns das Beispiel an. Wir haben LPAT von SQL Tutorial. Das sind genau 12 Zeichen und wir möchten es bis auf 20 Zeichen auffüllen und zwar mit den Werten ABC. Das Ganze ausführen, sehen wir, wir haben hier unser SQL Tutorial mit 12 Zeichen. Wir bekommen ABC, ABC dazu, sind wir auf 18 und dann noch AB, um genau 20 zu erhalten. Sehen wir uns das Ganze mit Zahlen an. Wir haben zum Beispiel einen Wert 1 und durch eine ID sollen zum Beispiel immer 5 Zeichen lang sein. Das heißt, alles davor soll mit Nullen aufgefüllt werden. Das heißt, unser dritter Wert ist 0. Und wenn wir jetzt das Ganze ausführen, bekommen wir genau eine Zahl mit 5, also 5 Ziffern als String und diese 4 Nullen wurden aufgefüllt. L-Trim. Beim Trimmen geht es darum, dass Leerzeichen entfernt werden. Das L steht dafür, dass von links alle Leerzeichen entfernt werden. Sehen wir uns das Ganze an. Wir haben hier wieder unser SQL-Tutorial-Wort. Mit L-Trim sollen diese sämtlichen Leerzeichen davor entfernt werden. Das Ganze ausführen, sehen wir, sie sind weg. Hier nicht wundern, wenn man im Browser auch rechts Leerzeichen hinzugibt, würde man hier auch nichts erkennen. In anderen SQL-Anwendungen ist das doch sehr relevant. Mit. Hierbei handelt es sich um eine Substring-Funktion. Das heißt, wir geben als ersten Parameter einen String an, danach die Position, ab wann von diesem Wort herausgeschnitten werden soll und danach die Anzahl der Zeichen, die herausgeschnitten werden sollen. Sehen wir uns das Ganze an. Wir haben wieder SQL Tutorial mit mit. Wir sagen von Position 5, das wäre 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt hier bei unserem T und wir möchten 3 Zeichen herausschneiden. Das wäre 1, 2, 3. Und das Ergebnis würden wir eben tut herausbekommen. Wichtig zu anderen Programmiersprachen, das Ganze beginnt wieder bei 1. Geben wir jetzt Länge zum Beispiel 5 an, hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, also als Ergebnis Tutor. Auch ist hier der Fall, wenn man die Position mit einem negativen Wert angibt, zum Beispiel minus 4, gehen wir das durch, 1, 2, 3, 4, wären wir bei dem R, wenn wir vom R 3 Zeichen haben wollen, also 1, 2, 3, würden wir das Ergebnis hier herausbekommen. Das heißt, möchten wir zum Beispiel immer den ersten Buchstaben von einem Wort haben, sagen wir Position 1 und Länge 1, bekommen wir das S heraus, möchten wir immer den letzten Buchstaben haben,
sagen wir minus 1 und 1 und würden das L herausbekommen. Position. Diese Funktion macht genau dasselbe wie locate, nur dass sich zwischen den Parametern das Wort in befindet. Sehen wir uns das Beispiel nochmal an, zur Wiederholung. Locate com in W3School würde das Ergebnis Position 11 herausbekommen. Verwenden wir Position. Gibt es hier keinen Beistrich, sondern wir verwenden in und würden zum gleichen Ergebnis 11 kommen. Repeat. Mit dieser Funktion kann man eine String mehrfach wiederholen. Das heißt, man gibt das ersten Parameter den String mit und danach die Anzahl der Wiederholungen. Sehen wir uns das Ganze im Beispiel an. Wir haben Repeat. Unser Wort ist SQL Tutorial und wir möchten das Ganze dreimal wiederholen. Wenn wir das Ganze ausführen, sehen wir das Wort dreimal. Wir können hier aber auch zum Beispiel 20 schreiben. Dann würden wir 20 Wiederholungen haben. Ist der zweite Wert, also die Wiederholungen 0, bekommen wir nichts heraus. Replace. Möchten wir von einem String einen Teil mit einem anderen ersetzen, verwenden wir Replace. Wir geben zuerst an, was ersetzt werden soll und dann als dritten Parameter, mit was es ersetzt werden soll. Sehen wir uns dazu das Beispiel an. Wir haben unseren ersten String SQL Tutorial. Wir möchten SQL mit HTML ersetzen. Wenn wir das Ganze ausführen, sehen wir, steht jetzt HTML Tutorial hier. Das heißt, egal wie viele Zeichen ich hier hätte, es würde nur SQL ersetzt werden und am Ende steht normal Tutorial. Das Ganze ist diesmal aber case-sensitive. Das heißt, wenn ich SQL kleinschreiben würde und das Ganze ausführen, würde nichts ersetzt werden. Das heißt, es muss wirklich auch in Großbuchstaben sein. Weiters gilt, dass man auch einzelne Buchstaben ersetzen kann. Zum Beispiel kann ich das große T mit einem X ersetzen. Dann würde hier das X statt dem T sein. Das kleine T ist jetzt ausgelassen worden, weil es eben klein ist. Würde ich hier Tutorial mit zwei großen T's schreiben und das große T ersetzen, dann würde es auch an jeder Stelle passieren, das heißt an dieser und dieser. Reverse. Mit dieser Funktion kann man einen String umdrehen, das heißt, als einzigen Parameter gibt man den String mit. Wenn wir das im Beispiel ansehen, wir haben SQL Tutorial, dann drehen wir das Ganze an, wird von hinten begonnen, also L-A-I-R und so weiter. Und wir sehen das Ergebnis eben umgedreht. Wenn wir hier zum Beispiel sagen, was, und das Ganze umdrehen, bekommen wir das Ergebnis sag heraus. Das heißt, wenn jemand ins Gras beißt, kommt der Reverse gesehen in den Sarg. Right. Während wir mit Left von der linken Seite Buchstaben weggeschnitten haben, können wir mit Write das Ganze von der rechten Seite machen. Wir geben erst den Parameter wie den String mit und dann die Anzahl der Zeichen, die ausgeschnitten werden sollen. In unserem Beispiel haben wir zum Beispiel SQL Tutorial is cool. Wir möchten vier Buchstaben haben, von rechts gesehen. Das heißt, wir beginnen rechts. 1, 2, 3, 4. Das wäre das Wort cool. Und das bekommen wir auch aus Ergebnis heraus. RPAD. Genauso wie LPAD gibt es RPAD, das heißt, hier wird rechts aufgefüllt. Wir geben einen String mit, sagen, wie lang soll der String werden und als dritten Parameter das Füllwort. Das heißt, wenn wir das Ganze ausführen, wir wissen, SQL Tutorial hat 12 Zeichen, am Ende soll es 20 haben und mit A, B, C soll es am Ende aufgefüllt werden, also rechts. Bekommen wir SQL Tutorial mit 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18 und die letzten beiden AB um 20 zu erreichen. R-Trim. Und auch für L-Trim gibt es die andere Version mit einem R davor, also R-Trim für rechts. Und wir sehen, es werden sämtliche Leerzeichen, die danach am Ende sind, mit R-Trim entfernt. Space. Mit dieser Funktion kann man einfach eine beliebige Anzahl an Leerzeichen ausgeben.
heißt, wir verwenden Space und geben als Parameter die Anzahl mit. Diesen Beispiel haben wir zum Beispiel Space 10. Und im Webbrowser sieht man hier natürlich leider kein Ergebnis. Wir können das Ganze auch probieren mit einer anderen Funktion kombiniert, zum Beispiel concat zum Verknüpfen von Wörtern. Und wir sagen W1, danach soll 10 Space sein und das dritte Parameter W2. Wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann sehen wir auch Wort 1, Wort 2, aber dadurch wir uns in einem Webbrowser befinden, haben wir auch hier nur ein Leerzeichen. String compare. Diese Funktion hat zwei Parameter, String 1 und String 2, und diese sollen miteinander verglichen werden. Als Ergebnis bekommen wir entweder 0 heraus, wenn sie gleich sind, oder minus 1 bzw. 1. Sehen wir uns das im Beispiel mit SQL Tutorial an. Wir haben hier zweimal das gleiche Wort drinnen stehen. Wenn wir diese mit String compare vergleichen, sehen wir, die Wörter sind gleich, da wir das Ergebnis 0 herausbekommen. Mache ich das zweite Tutorial kleiner, ist das erste eben größer. Wenn ich hier das L gelöscht habe, wenn ich jetzt ausführe, bekomme ich eine 1 heraus. Das heißt, das erste ist größer als das zweite. Gebe ich hier stattdessen ein paar L dazu und führe das Ganze aus, bekomme ich minus 1 heraus, weil jetzt das erste Wort kleiner als das zweite ist. Substring. Diese Funktion macht genau dasselbe wie mit. Das heißt, man kann aus einem String einen Teil herausschneiden, indem man eine Startposition angibt und wie viele Zeichen herausgeschnitten werden sollen. Zur Wiederholung, wir hatten mit und wir wollten von SQL Tutorial an Position 5 drei Zeichen herausschneiden. Das heißt, 5 ist das große T und drei Zeichen tut. Und genau das Ergebnis bekommen wir heraus. Schreiben wir stattdessen substring und führen das Ganze aus, kommen wir zum gleichen Ergebnis. Wir können hier aber auch den Syntax etwas ändern, das heißt, wir sagen from 5, also Position 5 und vor eine Länge von 3, dann bekommen wir ebenfalls auch das Ergebnis. Wenn wir hier zum Beispiel vor 5 eingeben, würden wir bis zum R kommen und tutor herausbekommen. Substring. Auch diese Funktion macht dasselbe wie mit und substring. Nur dass hier wirklich das String ausgeschrieben ist. Wenn wir uns kurz ansehen, unser Beispiel SQL Tutorial, Position 5, drei Zeichen, bekommen wir auch wieder tut heraus. Substring Index. Mit dieser Funktion wird ein Teil eines Strings bis zu einem bestimmten Trennzeichen ausgegeben. Das heißt, wir geben zuerst den String als Parameter mit, danach unser Trennzeichen, was auch ein Wort sein kann, und danach wird eine Nummer angegeben, bei wievielten Mal das Zeichen vorkommt, wann das Ganze passieren soll. Das Ganze wird im Beispiel etwas logischer. Wir haben zum Beispiel www.w3schools.com und haben hier den Punkt als Trennzeichen, der kommt zweimal vor. Und wenn wir sagen bis zum ersten Vorkommen, dann würden wir das Ergebnis www herauskommen, weil es genau hier dann der Punkt beginnt. Wir können aber auch sagen bis zum zweiten Vorkommen, wenn wir jetzt das Ganze ausführen, dann läuft das Ganze bis www.schools, also bis zum zweiten Punkt. Es muss aber jetzt nicht unbedingt ein Punkt sein, sondern wir können auch sagen w3, wir wollen das erste Vorkommen haben. Wenn wir das Ganze ausführen, sehen wir, hier beginnt w3, alles davor wird angegeben und deswegen bekommen wir www.punkt heraus. Und was auch funktioniert ist, wenn ich nochmal den Punkt nehme und sage minus 1, dann wird von hinten begonnen. Und ich sehe, ich habe das komm, dann kommt der Punkt und wir bekommen auch komm heraus, beziehungsweise bei minus 2 gehen wir bis zu diesem Punkt und wir bekommen w3schools.com heraus. Trim. Wie wir schon gehört haben, kann man mit Trim Leerzeichen am Anfang oder am Ende kürzen. Dabei, wenn R davor steht, alle Leerzeichen rechts, steht ein L davor, alle Zeichen links. Und steht nichts da, sondern nur Trim, werden beide Seiten die Leerzeichen entfernt. Das heißt, wir haben hier Leerzeichen vor SQL Tutorial, hier danach und sie werden auf beiden Seiten entfernt. UCase.
Wie auch schon vom gehörten L-Case, was für Lowercase steht, gibt es U-Case, was für Uppercase steht. Und hier werden statt Kleinbuchstaben, wird alles statt in Kleinbuchstaben in Großbuchstaben umgewandelt. Wie hier in unserem SQL-Tutorial ist Fun-Text. Wenn wir diese Funktion darauf anwenden, werden alle Buchstaben in Großbuchstaben umgewandelt. Upper. Genauso wie es für L-Case Lower gibt, was die gleiche Funktion macht, alles in Kleinbuchstaben umzuwandeln, gibt es für U-Case einfach Upper, was auch nichts anderes macht, als von einem String alle Buchstaben in Großbuchstaben umzuwandeln.